Frau Professor Habeck, gestern am 2. Juli wurden zahlreiche Poster vorgestellt hier beim ASCO in Chicago, die sich mit dem Thema HER2 bzw. Hormonrezeptor bei Brustkrebs auseinandergesetzt haben. Gab es denn in dieser Fülle von Untersuchungen neue Erkenntnisse, zum Beispiel zur Behandlung von Brustkrebs, zum Beispiel adjuvante Bisphosphonate? Gab es neue Erkenntnisse zum Thema Lebensstil? Oder wie gesagt, eben für Patientinnen, die eben den HER2-Rezeptor positiv haben, damit man eventuell früher voraussagen kann, wird eine Patientin eventuell wieder erkranken oder kann man eventuell voraussagen, wird eine Patientin ganz bestimmte Nebenwirkungen haben. Ja, ich denke, es gab eine Fülle von Postern, was vielleicht auch schön war, auch in der Postersitzung, die zur Posterdiskussionssitzung dazu war, dass viele deutsche Beiträge waren, auch mit interessanten Studien, sodass das zeigt, dass wir in Deutschland eine sehr aktive Forschergemeinde haben, die auch Brustkrebs voranbringen wollen und die Therapien verbessern wollen. Zu den Therapien und auch den Biomarkeraspekten in der Posterdiskussionssitzung war jetzt nichts dabei, was man sagen würde, dass wir sofort in die Klinik umsetzen müssen, was für Patientinnen so wichtig ist, dass man dieses Projekt jetzt speziell besprechen muss. War so ein, eher so eine bunte Mischung, wo Dinge sich verfestigt haben und auch neue Fragen aufgeworfen wurden. Und was auch sehr gut passt zu den Hauptvorträgen, die wir heute gehört haben und auch noch hören werden. Vielleicht fangen wir an mit den Bisphosphonaten. Bisphosphonate sind ja knochenstützende Medikamente, die Patientinnen auch nehmen, die Osteoporose, Osteopenie haben, also wo die Knochensubstanz nicht mehr so fest ist. Ein Medikament, was auch außerhalb natürlich der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Und hier haben wir ja seit Jahren, gerade aus Deutschland, Erkenntnisse, dass wenn man vorbeugend diese Medikamente nimmt, dass es vielleicht den Tumorzellen unmöglich gemacht wird, im Knochen sozusagen schlafen Nischen zu finden, wo sie letztlich dann überwintern und dann irgendwann später nach 5 oder 6 oder 10 Jahren Unheil anrichten können. Die Daten gibt es schon lange. Es gibt jetzt einige Studien zu dem Thema, die sehr unterschiedliche Daten erbracht haben, sodass wir auch unsere Leitlinien in den letzten Jahren etwas ändern mussten. Und hier haben wir jetzt heute Vorträge gehört, gestern Meta-Analysen gesehen und ich denke, es sind noch viele Fragen offen, aber eine Frage... Meta-Analysen, können Sie ganz kurz erklären, was das ist? Meta-Analysen ist, man nimmt einfach Studiendaten aus, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 7, 8 Studien zusammen und analysiert sie nochmal, weil das mehr Zahlen sind und damit auch eine bessere Gewissheit ist, dass die Daten, die man dann bekommt, auch wirklich das aussagen, was in den Daten steckt. Und ich denke, das Einzige, was man mitnehmen kann als Botschaft aus dem, was wir heute und gestern gehört haben, ist, dass Patientinnen nach den Wechseljahren, die eine hormonempfindliche Erkrankung haben und vorbeugend Bisphosphonate einnehmen, sei es, weil der Doktor es so verschrieben hat oder weil sie es wegen der Osteoporose sowieso machen müssen, dass diese Patienten bessere Heilungschancen bei Brustkrebs haben. Die Heilungschancen sind nicht dramatisch besser, aber ich denke, jeder kleine Schritt ist ja wichtig. Das ist das, was bleibt. So sind auch in Deutschland die Leitlinienempfehlungen. Für junge Frauen ist es noch komplett unklar, ob sie, wenn wir die Eierstocksfunktion ausschalten, eventuell auch davon profitieren. Das sagen die Daten der österreichischen Studie. Das wurde heute sehr kritisch diskutiert. Nun gab es eben auch zum sogenannten Lifestyle, also Lebensstil, einige Daten. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, ich denke, was wir lernen, Bisphosphonate sind ja ein Thema, ist, dass Medikamente, die wir aus ganz anderen Gründen einnehmen, die unsere Patientinnen einnehmen, eventuell sich auch vorteilhaft für die Heilungschancen bei Brustkrebs auswirken. Es gibt ja schon lange Daten zu Aspirin und ähnlichen Substanzen. Wir hatten auch in Deutschland mal eine Studie mit einem COX-2-Inhibitor aufgesetzt. Und gestern gab es eben auch wieder Daten, die zeigen, dass Patientinnen, die Aspirin genommen haben, doch bessere Heilungschancen haben. Auch das ist jetzt nicht dramatisch viel besser, aber es sind kleine Schritte, sodass hier auch nochmal prospektive Studien geplant sind. Das sind ja sehr kostengünstige Medikamente, die ja auch sehr viel Nutzen dann anrichten können. Also der COX-Inhibitor, der ja unterdrückt, was unterdrückt er? Ja, Entzündungsprozesse im Körper letztlich und wie das genau funktioniert, warum Patientinnen, die solche Medikamente wegen anderer Erkrankungen einnehmen, weniger Krebserkrankungen kriegen. Auch dazu gibt es Daten zum Darmkrebs zum Beispiel oder dann eben die Heilungschancen verbessern. Ich glaube, das verstehen wir noch zu wenig und hier sind weitere Studien
notwendig. Ein anderes Medikament, was auch wahrscheinlich die Heilungschancen verbessert, wo auch Studien anlaufen, sind solche Medikamente, die Diabetikerinnen nehmen, wie Metformin zum Beispiel, was den Zuckerstoffwechsel normalisiert. Und auch hier sind Studien geplant. Soll ich das als Patientin jetzt vorbeugend nehmen? Zum Beispiel Aspirin jeden Tag schlucken oder Metformin oder wie? Na, um Himmels Willen. Also diese Medikamente nur einsetzen, wenn sie notwendig sind, wenn der Arzt sie verschreibt. Aspirin, wenn man es bei Kopfschmerzen sowieso einnimmt. Um Himmels Willen hier nicht jetzt unkontrolliert hohe Dosen dieser Medikamente einnehmen. Die können dann sehr viel Schaden anrichten, auch kurzfristigen Schaden. Aber man muss diese Dinge weiter beobachten. Und Patientinnen, die diese Medikamente sowieso einnehmen oder auch Bisphosphonate wegen Knochenstoff, Wechselstörungen einnehmen, können vergewissert sein, dass hier eher positive Trends, was die Heilungschancen angeht, bei Brustkrebs zu beobachten sind. Nun gibt es Patientinnen, die einen sogenannten HER2-positiven Brustkrebs haben. Das sind ungefähr 15-20% der Patientinnen. Was gibt es da zu berichten? Ja, also ich denke, das ist das Highlight dieses ASCO-Meetings, dass hier Fortschritt entsteht. Zunächst mal ganz konkreter Fortschritt für Patientinnen, die schon HER2-positiven Brustkrebs haben und Metastasen entwickelt haben. Und da zeigt sich immer mehr, dass wir in der Lage sind, durch Hintereinandergabe von sehr intelligent entwickelten Medikamenten eben diese Erkrankung sehr lange im Sinne einer chronischen Erkrankung zu kontrollieren. Da haben wir mit der Emilia-Studie, die ja in einem separaten Beitrag nochmal besprochen wird, heute sehr, sehr vielversprechende Daten gesehen und gestern in der Postersitzung auch zu diesem neuen Medikament im TDM1, was ja so ein Art intelligentes Trastuzumab ist, eine magische Kugel, wie Paul Ehrlichs vor 100 Jahren schon gesagt hat, die eben ganz gezielt auf die Tumorzellen geht, dort der Antikörper an die Tumorzellen bindet und eine Chemotherapie in die Tumorzellen einschleust, um diese abzutöten. Da gab es gestern sehr viel Sicherheitsdaten. Das ist ja wichtig. Ich meine, wenn wir ein Medikament ein, zwei oder mehrere Jahre einsetzen, dann muss es absolut sicher sein. Und da gab es Daten zur Herzfunktion von Patientinnen unter TDM1 und die haben gezeigt, dass das bedenkenlos möglich ist. Und ich denke, das macht sehr hoffnungsvoll. Gestern auch in der Postersitzung haben wir Studien, die wir in Deutschland laufen haben, mit anderen kleinen Molekülen, Afatinib zum Beispiel, die auch die HER2-positive Erkrankung bekämpfen, sodass Patientinnen sicher sein können, wenn ein HER2-positiver Tumor zurückkommt, haben wir auch in Deutschland viele Medikamente zur Verfügung, sei es in Studien oder schon zugelassen, die helfen können, diese Erkrankung zu kontrollieren. Nun ist, Sie sagten gerade Nebenwirkungen zum Beispiel. Jedes Medikament hat mehr oder weniger Nebenwirkungen. Und es ist ja immer wichtig, dass man so nebenwirkungsarm auch therapiert. Gab es denn da irgendwelche Erkenntnisse, dass man sucht ja nach Markern, wo man vorhersagen kann, zum Beispiel, ob ein Patient von einer Therapie profitiert. Gab es da etwas, wo man sagen kann, man kann Patienten herausfiltern, wie sie eventuell auf Nebenwirkungen reagieren werden oder ob sie überhaupt diese Nebenwirkungen entwickeln werden? Das ist ein wichtiger Aspekt, da lernen wir viel dazu. Gestern war ein Hauptthema Biomarker, auch heute wieder. Das sind Faktoren, die man im Tumor misst, im Blut misst, die uns helfen zu verstehen, wie aggressiv ein Tumor ist oder eben auch mit modernen Genchip-Analysen eben hilft zu verstehen, welche Patienten Nebenwirkungen entwickeln werden. Und ein Gebiet, was ja viele Frauen betrifft mit Brustkrebs, sind die Antihormontherapien, die ja im Alltag zum Teil sehr unangenehme Nebenwirkungen machen können. Und ich glaube, da war gestern eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass diese Nebenwirkungen zum Teil auch bedeuten, dass diese Medikamente sehr effektiv wirken bei der einzelnen Patientin. Natürlich müssen wir Wege finden, die Nebenwirkungen zu reduzieren, aber es ist vielleicht eine Gewissheit, dass man das Medikament nicht umsonst gibt und dass es sich lohnt, mit dem Arzt gemeinsam versuchen, Wege zu finden, dass man es doch weiternehmen kann, trotz vielleicht störender Nebenwirkungen. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, und das hat gestern einer der Diskutanten auch sehr, sehr prägnant noch zusammengefasst, dass Frauen, die keine Nebenwirkungen haben, nicht profitieren. Das darf man so nicht verstehen, sondern dass vielleicht Frauen, die Nebenwirkungen haben, das Medikament noch etwas wirksamer umsetzen, vielleicht etwas mehr dann auch Substanz im Körper haben und profitieren. Also ich denke,
trotz Nebenwirkungen weiter die Antihormontherapie nehmen. Das war eine klare Botschaft, die rüberkam. Und mit den Ärzten eben besprechen, wie man an den Nebenwirkungen arbeiten kann. Und die Biomarker, daran wird geforscht, aber es gibt heute noch nichts, was wir im Blut oder im Tumor bestimmen können, was uns hilft, einer Patientin vielleicht ein anderes Medikament stattdessen zu geben. Eine ganz persönliche Frage an Sie. Mit welcher Nachricht gehen Sie nach Hause? Mit welchem Highlight? Was war für Sie ganz besonders wichtig? Ich denke, die TDM1-Geschichte mit der Emilia-Studie, die wir heute gesehen haben, das ist das absolute Highlight von Seiten einer Brustkrebsexpertin aus betrachtet. Und es lässt mich auch mit sehr positiven Gefühlen nach Hause fahren. Wir haben schon sehr lange auch in unserem eigenen Zentrum diese Substanz in sehr frühen Phasen untersucht, haben Patientinnen motiviert, sich mit TDM1 behandeln zu lassen, als die Daten noch nicht so klar waren. Und ich denke, das war nicht umsonst und wir werden sicherlich auch weiter forschen auf dem Gebiet. Vielen Dank für diesen interessanten Überblick des gestrigen Tages, Frau Professor Habeck. Gerne, vielen Dank.